Hallo, guten Morgen oder guten Tag, liebe Seele, lieber Mensch. Ich grüße dich zu einem Soul Talk hier mit mir, mit Karen. Ich sitze heute in der Natur, weil ich das einfach am besten kann, hätte ich beinahe gesagt, weil ich hier einfach am besten intuitiv die Gedanken und Impulse mit dir teilen kann und auch in Verbindung mit mir selber bin, dass ich deswegen ganz, ganz häufig diesen Platz oder mehrere Plätze draußen für dich wähle, um einzusprechen, was ich gerade teilen möchte, weil ich das Gefühl habe, es könnte ein wichtiger Beitrag für dich sein. Ja, also, es ist noch ein bisschen kühl. Ich habe mir eine dicke Jacke angezogen und sitze an meiner Feuerstelle, die natürlich im Moment nicht angezündet ist, aber wieso natürlich? Ja, es ist noch relativ früh am Morgen, je nachdem, wann du das hörst. Und hatte heute Morgen tatsächlich unter der Dusche Gedanken und ein Feld, was mich beschäftigt hat zum Thema Erfolg. Erfolg, ja, was heißt das denn für dich? So, und darüber möchte ich mit dir heute einfach mal meine Gedanken austauschen, beziehungsweise dich anregen, in dir nachzuspüren, wo deine Resonanz ist, ja. Weil ganz oft, gerade bei diesem Wort, ähnlich wie Professionalität, ist eine fette Konditionierung vorhanden. Also was du meistens unbewusst glaubst, ohne dass du da überhaupt mit dem Kopf drüber nachdenken, das ist einfach in dir, das ist in deinen Zellen verankert sozusagen, im Unterbewusstsein gespeichert, was du meinst, was erfolgreich ist. Ja? Und das hat oft damit zu tun, wie du aufgewachsen bist, was deine Eltern gesagt haben, was dein Umfeld dir so mitgegeben hat, ja, zu wem die aufgeschaut haben, und was da quasi an dieses Wort rangekoppelt wurde, was Erfolg bedeutet. Ja, und gerade für uns Frauen, und ich bin ja nun eine Frau und auch eine Mutter, mich hat dieses Wort in den letzten Jahren immer wieder getriggert und angeregt. Also naja, nicht liebe, also ich bin wirklich da reingestoßen worden, immer wieder in mir zu reflektieren, wahrzunehmen, zu sortieren, zu schauen, was zu dem Zeitpunkt, wo das in mir passierte, dann jetzt gerade meiner inneren Wahrheit entsprach, ja, was jetzt gerade zu mir gehört und was ich einfach so nicht mehr teile oder wo sich in mir neue Werte sortiert haben. Und gerade durch die Geburt meiner Tochter hat sich da unglaublich viel verändert. Ich bin früher als Eventmanagerin unglaublich viel in der Welt unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe Projekte konzipiert, geplant, organisiert, durchgeführt, budgetiert für meine Kunden, war natürlich dann mit den entsprechenden Partnern wie Hotels, Caterer, Fotografen, Dekorateure, Künstler, Schauspieler, Techniker etc. Unterwegs, um diese Projekte dann meist auch in sogar anderen Ländern zu realisieren, die auch ein paar Tage gingen. Also es waren in der Regel Großprojekte, die ich betreut habe für Corporate, für Firmen, für Marketingleiter, für Vertriebsleiter, für Geschäftsführer und deren Mitarbeiter und teilweise Kunden. So. Und da habe ich ganz, ganz viel gearbeitet, hatte immer in großen Teams als Projektleitung die Overview, die Steuerung mit dem Kunden natürlich zusammen in Absprache, in enger Absprache, dass alle Gewerke, so nannte man das, alle einzelnen Dienstleister, die damit zusammen in diesem Zusammenspiel einfach gut funktionieren sollten, dass die alle im Boot waren, dass die alle à jour waren, dass die alle informiert waren, dass die alle an einem Strang zogen, dass das alles geschmeidig lief, ja? Um dann das Ziel für den Kunden, was sein Wunsch war, optimal umzusetzen. Ich war damals so getrimmt, nach außen zu gucken, einfach was der Kunde braucht. Also egal, wo ich war,
Es wurde immer schlimmer, weil ich habe ganz, 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 ganz viel gearbeitet. Ich habe das auch wirklich gern gemacht, denn ich hatte viel Eigenverantwortung. Ich konnte fast alles in Absprache mit dem Kunden natürlich, logischerweise. Aber in der Agentur konnte ich sehr, sehr selbstständig entscheiden. Ich konnte sehr, sehr viel bewegen. Und mir hat es große Freude gemacht, in Teams eben etwas auf die Beine zu stellen, etwas zu kreieren, ein Projekt ins Leben zu bringen, was dann eben viele Menschenherzen berührt, im besten Fall. Und ja, und da war das dann so natürlich durch die Jahre, dass ich echt innerlich noch mehr für den Kunden geschaut habe. Egal, wo ich war, ob ich in einem Restaurant war, ob ich privat, ich konnte das nachher gar nicht mehr trennen. Ja. Wenn ich privat irgendwo in einer Location war, durch die Stadt ging, egal, habe ich immer sofort gescannt, was könnte man optimieren, was ist nicht perfekt genug, immer mit dem Blick des Kunden. Und ja, das hat mich dann irgendwann in dieser Spirale so weit von mir weggetrieben, dass ich mich überhaupt nicht mehr gespürt habe, dass ich überhaupt nicht mehr zu meinen Bedürfnissen geguckt habe, zu meinen inneren Wünschen und Sehnsüchten und für mich gesorgt habe, geschweige denn, also gute Selbstfürsorge hatte. Ich habe halt meine ganze Energie da reingesteckt und auch weggegeben. Und wie soll das anders sein? Das hat sich dann in Wellenbewegungen, in all den Jahren und der vielen Arbeit, durch die ich auch super, super viel gelernt habe und so tolle Menschen kennengelernt habe, so viel mehr Menschenkenntnis bekommen habe, weil ich mit Führungskräften zu tun hatte, weil ich mit Geschäftsführern zu tun hatte, weil ich mit den Teilnehmern zu tun hatte, mit den ganzen Partnern, mit denen ich zusammen gearbeitet habe. Also es war sehr, sehr bereichernd. Ja, ich bin dadurch sehr gewachsen. Und doch war es irgendwann zu viel und diese Spirale, die drehte sich quasi immer weiter von mir weg, dass ich irgendwann meinen Körper gemeldet habe, weil ich nicht mehr hingehört habe. Und habe dann von heute auf morgen hatte ich Lebensmittelallergien, konnte ganz, ganz viele Sachen nicht mehr essen, habe dann Luftatemnot bekommen, sollte mit so einem Cortisonbesteck rumrennen, hatte solche starken Rückenschmerzen, dass ich nachher ganz selbstverständlich einmal die Woche zum Einrenken, zum Spritzen, zum Wasserstrahl bearbeiten gegangen bin, musste mich abstützen zum Teil am Tisch, um überhaupt das irgendwie aushalten zu können. Und natürlich wusste ich, irgendwie ist hier was nicht in Ordnung, ja. Ich hatte mal den Gedanken, ich breche mir das Rückgrat und was soll mir das sagen? Also war immer was leise in mir, aber ich hatte überhaupt keinen Schimmer und keine Idee, wie ich da rauskommen könnte. So. Und da war ich ja aus gesellschaftlicher Sicht super erfolgreich. Ich habe wirklich Millionenprojekte bewegt, gesteuert. Ich war in der ganzen Welt unterwegs, ich habe die schönsten Locations gesehen, ich war regelmäßig durch die Incentive-Reisen in 5-Sterne-Hotels, exklusiv an Locations, wir waren in Las Vegas zum Beispiel mal, dann sind wir im Canyon mit einer exklusiven Rafting-Tour gepaddelt mit der kleinen Incentive-Gruppe und haben dann nur für uns irgendwo da geankert mit extra Genehmigung, hatten dann da Nachtlager aufgeschlagen, dann wurde da extra für die Leute gekocht. Also da, wo sonst niemand jemals lang gehen würde. Ja, ich war in Kanada mit so einer Wild Adventure für Top-Führungskräfte. Mit 12 Leuten haben wir da exklusiv mitten in den Bergen, wie der Mann in den Bergen, ein Zelt aufgeschlagen, beziehungsweise wurde leicht vorbereitet, am Feuer gesessen, sind mit Pferden durch die Landschaft geritten, haben wild geangelt und. Also alles so Sachen, die der Teil mir an sich alleine so nicht erlebt hätte. Natürlich war ich auch in pompösen 5-Sterne-Hotels vom Feinsten, habe auf Island neben den heißen Quellen Champagner getrunken, das Logo noch in Eis gehauen. Also Leute, ich könnte da Geschichten erzählen. Ja, und das war toll. Ich hab Reisen immer geliebt. Und dennoch, manchmal ist es heute so, wenn meine Familie sagt, oh, guck mal da findet das und das statt. Und dann warst du da, oh, da war ich noch nicht, da würde ich gerne mal hin. Dann sage ich, ja, da war ich schon.
Aber die Erinnerung daran ist, da ist gar keine große emotionale Verbindung für mich persönlich gespeichert, weil meine ganze Energie, mein ganzer Fokus auf die Optimierung des Projekts ausgelegt war, dass sich die Leute wohlfühlen, dass das Projekt, so wie es angedacht war und besprochen war für den Kunden, eben möglichst fließend und erfolgreich umgesetzt wird und all diese Dinge, ja. So, jetzt fährt hier gerade ein Trecker lang. Sorry, das ist halt draußen manchmal so hier auf dem Dorf. Und ich sage dir das, weil das nach außen gesellschaftlich betrachtet total erfolgreich war, was ich da auf die Beine gestellt habe. Und später habe ich mich nochmal verändert, bin nochmal in eine andere Agentur gegangen. Da hatte ich dann einen schicken Firmenwagen, habe für Top Number One der Ranking, der List der Eventagenturen gearbeitet. Ja, irgendwie so, yeah, geschafft bis an die Spitze im Angestelltenverhältnis für mich jetzt gesehen. Also von wo ich war, für welches Label ich sozusagen, für welche Marke ich gearbeitet habe. Und wurde aber innerlich immer leerer. Und da gab es dann den Punkt, da habe ich die Reißleine gezogen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Da gibt es auch andere Episoden dazu. Jedenfalls bin ich dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass es nur noch um die Selbstständigkeit ging, nämlich mich selbst ständig zu machen. Ja. Mit der Agentur natürlich, also augenscheinlich mit meiner Firma selber so. Die hieß damals Zielfahndung. Events und Emotion und ein Subtitle war Der Weg ist das Ziel und es ging darum, Projekte auf die Beine zu stellen, wie gehabt, da war ich immer noch brandig für, die Menschen wirklich im Herzen berühren. Und parallel ist aber mit dieser, ich mache mich für als Firma oder als Selbstständige, als Solopreneurin selbstständig, 2001 war das, ist entstanden, ich stelle mich auch innerlich selbst ganz neu auf die Beine. Ich muss jetzt erstmal gucken, was will Karen? Ja, was sind meine Werte? Was ist wichtig für mich? Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Und auch da war der Fokus natürlich ganz doll wieder außen. So wurde es mir auch beigebracht in all den Schulungen, Trainings, Coaches, Trainer, die mir gesagt haben, ja, und du musst den USP rausfinden, was brauchen die Leute und was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Und da habe ich immer gesagt, ja, also ich weiß, wovon ich rede. Ich habe die Erfahrung, dass ich habe wirklich Fach-Know-how. Und ich bin ein Herzblutmensch. Ich gebe wirklich meine ganze Liebe und Leidenschaft da rein und ich bleibe dran. Ja? Ich bin einfach da und ich baue Vertrauen auf. Ich baue Beziehungen zu meinen Kunden auf. Viele sind nachher wirklich meine Freunde gewesen. Das ist nicht so hop and top. Ja? So ein Hype mal eben und dann ist wieder weg. Das sind echte Beziehungen gewachsen und das ist Loyalität, das ist Verlässlichkeit, das ist Echtheit, das ist Aufrichtigkeit und das bin ich. Ich bin meine Marke, das habe ich 2001 denen schon immer gesagt. Dann haben die gesagt, du musst sagen, was will der Kunde? Ja, hier irgendwie durch meine Arbeit hast du Rhabarber, irgend so ein Werbesatz. Ja? Und ich habe immer gedacht, das ist doch austauschbar. Ich war schon eine der Ersten, die quasi mit der Marke rausgegangen sind. Und du kannst dir vorstellen, wenn man Pionier ist und Dinge tut, die andere noch nicht tun, ja, die ganze Gemeinschaft noch nicht macht, dann bist du allein. Left outside alone war eins meiner Lieblingslieder damals von Anastasia. Das fühlt sich richtig an. Und dennoch geht es eigentlich gar nicht anders, wenn du deiner inneren Wahrheit da folgst und sagst, nee, ich würde mich hier total verdrehen. Das geht ja wieder in die alte Richtung. So, und was ich dir damit mitgehen will, da hat eigentlich ein Weg begonnen, der heute immer noch anhält, dass ich selber Erfolg so definiere, wenn ich im tiefsten Einklang mit mir selbst bin, mit dem, was mein Herz sagt, mit dem, was innerlich wirklich ganz tief so in Frieden ist, ja, wo ich spüre, ja, das ist egal, was jetzt andere sagen, das ist jetzt gerade das Nächste, was ich tun möchte.
dann ist das für mich jetzt gerade der größte Erfolg. Weil, weißt du warum? Dann arbeite ich nicht mehr mit voller Kraft gegen mich selber an. Und das habe ich Jahre gut gekonnt, weil ich auch so konditioniert war. Nochmal anderes Thema. Also was ist Erfolg für dich? Ja, wenn dich die Leute fragen und du bist Solopreneurin, du bist Unternehmerin, du bist Selbstständige. Was ist denn Erfolg für dich? Ist Erfolg für dich, wenn du so und so viel Zahlen, so und so viel Likes hast auf einen Post? Ist Erfolg für dich, wenn du so und so viele Follower auf deinem YouTube-Kanal hast oder wenn du so und so viele Kommentare erhältst? Ist Erfolg für dich, dass du so und so viel Kunden hast? Ist Erfolg für dich, wenn du eine bestimmte Umsatzzahl erreichst? Ist Erfolg für dich, dass du mit Kunden arbeitest, die wirklich so richtig genial zu dir passen, weil das in tiefsten Frieden mit deinem Innersten ist? Weil es einfach ein Win-Win ist für beide Seiten? Ist das Erfolg für dich? Ja, weil eine Co-Kreation da in dir mit dem Kunden, mit dem, den du begleitest oder in diesem Zusammenspiel, in dieser Begegnung, ja, weil da Co-Kreation stattfindet, ist das Erfolg für dich? Oder ist Erfolg für dich, dass du da draußen sichtbar bist? Ja, dass dich die ganz Deutschland, ganz Europa, dass dich alle kennen, dass jeder deinen Namen kennt, dass jeder dein Gesicht kennt, dass jeder weiß, oh wow, das ist Karen und die macht das und das. Ist Erfolg für dich, dass du eine sehr gute Beziehung mit dir selber hast, dass du und vor allen Dingen mit deinem Kind zum Beispiel, mit deinen Eltern, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kunden, mit deinen Nachbarn vielleicht, mit deinen Tieren? Ist das Erfolg für dich? Ja, dass du spürst, oh ja, das ist gut hier, da fließt die Energie, das ist Verbindung, das ist Liebe, das ist, und Liebe meine ich jetzt nicht mit rosa-roter Brille, ei, tai, tai, ja. Das ist einfach Verbundenheit, das ist echt, das ist, da kannst du sein, das ist gut für dich, für dein Herz. Ist das Erfolg für dich, solche Beziehungen zu haben? Ist Erfolg für dich, dass du Statussymbole besitzt, ja, dass du ein Haus hast, dass du ein tolles Auto fährst, dass du sagen kannst, wow, guck mal hier, ich kann auf die Malediven fliegen. Ich habe, also gebündelt wieder an das Geld, was du verdienst, dass du sagen kannst, ich lebe finanzielle Fülle und Wohlstand und kann mir alles leisten, was ich will und kann das ja auch der Welt zeigen, das. Es gab mal eine Werbung früher, die ist schon ein paar Jahre alt, ich kann mich an einen Ausschnitt erinnern, da saßen Leute zusammen und da hat der eine gesagt, und was machst du so? Und dann hat er so seine Bilder aus der Tasche gezockt und hat gesagt, das ist meine Frau, das ist mein Boot, das ist mein Haus. Ist das Erfolg für dich? Ja, dass du das präsentieren kannst, dass du auf dem Präsentierteller gesehen wirst und dass die Leute dir dafür Anerkennung schenken? Ist vielleicht Erfolg für dich, dass du unabhängig bist, im Frieden mit dir, in Verbindung mit dir, ganz bei dir, eingesammelt irgendwie, du selbst, egal was die anderen sagen, das ist ja auch, es kann auch ein Erfolgsmodell sein für dich. Ist Erfolg für dich, dass du dein Kind ganz anders begleitest, als wie du aufgewachsen bist, dass du dein Kind nicht siehst als ein im Weg steher, sondern ein Wegbegleiter für dein Kind bist und gemeinsam mit diesem Lebewesen wächst, die Beziehung lebendig hältst, nicht starr alte Vorstellungen, die du irgendwann mal geprägt bekommen hast, die du irgendwann mal inhaliert hast, die einfach auf deiner inneren Festplatte sind, dass du sagst, so muss das jetzt sein, so hast du jetzt zu funktionieren, das ist richtig, da gibt es also so was Starres, da durchziehst, weil das in dir ist, weil du das selber so empfangen hast. Oder bist du bereit, nimmst du diesen Tanz auf, der auch Kraft kostet, dich bewusst und lebendig
deinem Kind zu stellen und in den Spiegel zu schauen, weil es dir aufzeigt, genau wie dein Partner und andere auch, dass du gerade eng bist und dass du gerade etwas Altes abspulst, was du einfach nur übernommen hast von irgendwem. Weil es dir aufzeigt, dass du in einer alten Spur läufst, die du einfach nur beigebracht bekommen hast. Die wurde einfach so konditioniert, dass es da quasi an deiner Mauer, an dieser Spur rüttelt, um zu sagen, so hier, guck da mal hin. Willst du das so? Wachrüttelt durch das Verhalten. Also willst du dein Kind wach begleiten, aus deinem Herzen? Immer wieder neu schauen, es ist nichts Lineares, ja, so, jetzt entscheide ich das einmal und jetzt gehst du immer um 8 ins Bett und jetzt ist das so. Immer wieder in diesem Tanz, in diesem Dialog, in dieser Begegnung zu bleiben innerlich und dich dem das anzuschauen, was da gerade ist. Ist das Erfolg für dich? Oder ist es Erfolg für dich, wenn dein Kind einfach mit in deiner Spur läuft, mitfunktioniert? Was ist deins gerade? Und das, was jetzt heute für dich vielleicht erfolgreich ist, also was du in diese Definition, in diese Differenzierung hineinnehmen möchtest, ja, oder wo du jetzt vielleicht Impulse bekommen hast durch das Hören dieser Episode hier, dass du neu sortierst oder dann nochmal reflektierst und einfach schaust, was ist denn jetzt gerade Erfolg für dich? Vielleicht ist jetzt in der Corona-Zeit auch gerade Erfolg für dich, dass du schaffst, obgleich dieser ganzen Beballerung in den Medien und das Umfeld, alle sind unsicher, die ganzen Restriktionen, alles ist geschlossen, dass du schaffst, immer wieder von Tag zu Tag in deiner Kraft zu sein, möglichst im Frieden mit dir selbst zu sein, weil da kannst du anfangen. Da draußen kannst du gerade wenig machen, aber da kannst du anfangen. Ist das Erfolg für dich? Ist es Erfolg für dich, wenn du ein Projekt in die Welt rufst, ein neues Konzept, also ein neues Format kreierst? Und das ist so ganz entsprechend aus der Tiefe deines Herzens und dein Kopf sagt die ganze Zeit, das geht nicht, du müsstest es anders machen, das müsste teurer sein, das sollte so und so aussehen, weil du vielleicht dann am Anfang nur in Anführungsstrichen ein paar Leute hast, die beim ersten Mal mit dabei sind. Ist das dann kein Erfolg, weil du nicht eine Mindestzahl, die dein Kopf dir vorausgesetzt hat, weil du die gerade nicht erreicht hast? Oder ist es Erfolg für dich, dass du auf dein Herz gehört hast, dass es in einem Flow läuft, dass es so viel Geschenke offenbart für alle, die mit in dieser Begegnung, mit in diesem Format dann eingestiegen sind? Ist das vielleicht Erfolg? Also, worauf ich hinaus will, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier stotter, ich hinaus möchte, ist einfach, dass ich dir heute meine Impulse an die Hand gebe, dass du dir immer wieder Momente gönnst, zu sagen, was ist Erfolg? Und Auslöser war, dass ich heute tatsächlich von Veit Lindau einen Post gelesen habe, in dem er gesagt hat, früher, er gibt es jetzt ehrlich zu, er sei oft Projekten hinterhergerannt, die vermeintlich erfolgreich waren, weil das eben mehr Sichtbarkeit, mehr Kunden, mehr Geld, was weiß ich, eingebracht hat. Ich weiß den O-Ton jetzt nicht mehr genau, aber in diesem Sinne. Und dass es sich nie erfüllend angefühlt hat. Und dass er jetzt immer mehr einfach fragt, was ist hier der höchste Beitrag oder wie kann ich wirklich aus meinem Herzen etwas in die Welt bringen? Wie kann ich da in tiefster Übereinstimmung mit meiner Seele, mit meinem Herzen sein? Und meine Gedanken dazu waren, ja, auch für Veit wird das ein Weg jetzt sein, weil er ist erfolgreich aus gesellschaftlicher Brille gesehen. Ja, man kennt, wenn du im Persönlichkeitsentfaltungsweg oder Bewusstseinsentfaltungsweg, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, wenn du ganzheitlich da tickst, dann ist er ein sehr erfolgreicher Trainer, Speaker, Autor in dieser Welt, gerade jetzt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und sehr sichtbar. Und
Und ist jetzt auch an dem Punkt, dass er immer mehr scheinbar dahin gebracht wird, was ist wirklich deins? So. Und ist aber ganz egal, da wo du stehst, kannst du dich jetzt fragen. Und vielleicht bringt dir das dann jetzt noch nicht die Millionen. Vielleicht ist es so, dass du gerade ganz andere Prioritäten hast, weil es darum geht, dein inneres Fundament, dein inneres Wertesystem, deine innere Positionierung aufzuräumen, ja, auf neue, ganz andere Säulen zu stellen, auf ein gesundes Fundament in dir zu kreieren, wo du in viel tieferer Übereinstimmung mit deinem innersten Wesenskern bist. Ich nenne es halt Seele, ja, du kannst es auch anders nennen, mit deinem Herzen, mit dem, was für dich so richtig stimmt. Und da kann es sein, dass es gerade nicht um diese großen Themen geht, die da draußen irgendwie, die da draußen als erfolgreich gefeiert werden. Erfolg ist mir immer wieder begegnet jetzt, sagt das Wort ja schon, folgt aus dem, was du tust, ja. Es erfolgt aus deinem Tun. Also, und ich hatte zum Beispiel jahrelang wirklich die Aufgabe, und es war ganz wichtig für mich, um mich auf ein ganz neues Fundament auch zu stellen und ganz viel eigene, ich sag jetzt mal innere Kindarbeit, immer wieder mit mir zu tun, meine alten Konditionierungen abzulegen, immer wieder neu zu überprüfen, zu reflektieren, ist das jetzt wirklich das, was ich leben will mit meinem Kind? Und ich habe ein wunderbares, waches Kind, das jetzt 16 wird, oh Gott, ja. Und das war meine Berufung. Und es hatte extrem viel mit Innenarbeit zu tun. Und nicht mit parallel bin ich draußen in allen Medien zu sehen und tanze da an der vordersten Front, weil ich wurde genau da gebraucht, bei meinem Kind. Und bei mir selber. Und lass dir also von niemandem einreden, mein Impuls aus meinem Herzen, dass du nicht erfolgreich bist. Überprüf einfach, was Erfolg für dich bedeutet. Und wenn du dann das Gefühl hast, ja, da braucht es Justierung. Irgendwie merke ich wusel da rum, immer drehe ich mich im alten Kreis. Das darf jetzt in eine Veränderung. Ich brauche da irgendwie eine neue Struktur in mir. Ich brauche wirklich, ich komme da so nicht raus. Ich habe das jetzt oft genug versucht. Ich habe keinen Bock, irgendwie noch die 100. Runde, 10. Runde, was weiß ich, zu drehen. Ich sehe gerade nicht die Klarheit, wo es hingeht. Ich kann es gerade selber nicht erkennen. Dann feel free, eine Session mit mir zu buchen. Du kannst hier den Link sehen. Es gibt natürlich auch andere Menschen, logischerweise. Ich möchte einfach, dass du... Das wünsche ich dir so sehr, weil mich hat das wirklich so oft getriggert. Erfolg. Ja, dann bist du ja nicht erfolgreich. Und dann kommt das nächste Thema, mache ich aber eine extra Episode zu. Und das hat dann noch mit deinem Wert zu tun. Puh, no way. Also prüf doch mal, was ist denn jetzt gerade für dich Erfolg? Ist für dich Erfolg, dass du 5 neue Likes hast? Und du kriegst die? Dann feier dich. Ist für dich Erfolg, dass du irgendwie plötzlich dein Gehalt verdoppelst? Und du schaffst es, dann feier dich. Ist für dich Erfolg, dass du es gerade schaffst, nicht so viel da draußen in der Welt rumzugucken und zu sein und dich zu vergleichen mit anderen zu sein, sondern bei dir zu sein, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, vielleicht mit deinem Kind, mit deinem Tier, ja, und da echt zu üben, nicht immer wieder raus, weg von dir, dich einzusammeln. Ist das gerade Erfolg für dich? Bei all den Herausforderungen, dann feier dich, wenn du das schaffst, in kleinen Schritten. Ist für dich Erfolg, dass du Marketing nicht mehr in der alten Art und Weise machst, sondern intuitives Marketing, dass du das von dir innen heraus wachsen lässt und damit rausgehst und vielleicht nicht da die großen Schlagzeilen mit den Big Playern, da bist du vielleicht gerade noch nicht,
Aber du bist dir treu geblieben und hast es gemacht und das darfst feiern. Ist das Erfolg? Oder ist es Erfolg, dass du einfach gerade in dir zufrieden bist? Was auch immer. Und ich habe hier nur ein paar Beispiele gebracht. Ich vertraue mal drauf, meine Worte, dass meine Worte wie Lichtfunken jetzt bei dir gesetzt sind, dass sie einfach es passiert immer nur das, was du selber möchtest. Ich biete das an. Ist ja wie so ein Blumenstrauß. Stell dir vor, ich schleudere einmal hier so ein Kristall im Licht. Ich habe hier gerade so eine runde Kugel hängen, die hängt manchmal in meinem Fenster und wenn die Sonne drauf scheint, dann verbreitet die so ganz viele Lichtfunken. Ja, und das war mit meinen Worten gerade meine Intention. Puh, zack. Und du darfst einfach dir erlauben, dieses Wort aktuell jetzt für dich zu differenzieren und definieren. Und das kannst du immer wieder tun. Ich wünsche dir einen hervorragenden Tag, einen erfolgreichen Tag wünsche ich dir in diesem Sinne. Deine Karin.